Hallo zusammen, es ist Freitagabend. Wir haben den 21. Mai und es ist 17:56 Uhr. Hier geht es um den DAX über den Feiertag. Und wir schließen heute auf dem zweithöchsten Schlusskurs ever. Der höchste war hier am 16.04. Das war der hier mit 15.459. Ja, wir schließen heute bei 15.437. Das All-Time-High, nochmal in Erinnerung auf Xetra, war 15.538. Und was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt, wir hatten diesen wirklich sehr schönen Trend, der einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal bestätigt wurde. Oder schließen wir außen vor, also drüber. Der Markt hält sich alle Chancen offen. Ich finde, das macht er grandios, wirklich wahr, ganz toll. Und von hier über den Oszillator, wir sind hoch, ja, aber das ist ohne, das ist für mich ist das neutral. Die Tatsache, dass der jetzt hier wieder nach oben dreht und seinen kleinen Durchschnitt nach oben bricht, das ist mir egal. Ja. Er gilt nicht als überkauft, er ist bei mir neutral, hat alle Chancen oben oder unten, aber hier werden wir, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht denkt, wir werden hier über den Trendfolger MACD positiv über die moderne, aber auch über die traditionelle Sichtweise. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich denke, der Markt hat nach wie vor sich jede Chance offen gelassen, weiter zu steigen. Es gibt so Spitzenwerte, die überhaupt nicht mehr fallen, sowas wie Deutsche Bank zum Beispiel. Ja, das hilft dem Markt. Und ich muss sagen, ich muss dem einfach bessere Chancen einräumen. Jetzt haben wir, tja, wenn ich das hier ansetze, da waren wir schon drüber. Ja, wir haben hier oben das obere Band bei 15.538. Noch, nee, 15.535. Nochmal, das All-Time-High hier war 15.538. Das ist nicht viel. Das kann der ganz flott machen. Ich weiß nicht, wie jetzt übers Wochenende irgendwas passiert, aber der hat sich jede Chance bewahrt. Ich gehe über das Wochenende glatt raus, was den Index angeht. Ein paar Einzelwerte habe ich, aber ich gehe glatt raus, weil ich kann am Montag hier reinkommen, beziehungsweise am Dienstag und dann ist der hier drüber. Und dann ist hasta luego irgendwo hier oben 15, 7, 15, 8, ja. 16 glaube ich nicht. Aber er hat sich die Chancen offen gelassen. Es wäre falsch, hier jetzt short zu gehen. Ich halte es für falsch. Das ist, nein, der hat eine 60-40 Chance weiter zu steigen. Und so nehme ich auch die Calls. Ich suche mir einen Call. Hier ist er 14.851. Da sind wir hier drunter, unter dieser Kerze, unter dem Band. 14.851, das ist wirklich knapp hier drunter. Ich denke, das reicht. Das ist auch jetzt schon ein 26er Hebel, da die so lecker essen. Der hat die Kennnummer Gustav Heinrich 66 VY. Das ist eine Geschichte, die kann man sich nehmen. Man kann natürlich dann noch weiter höher gehen, ja, aber das ist eine Geschichte, die kann man nehmen, wenn wir hier drüber gehen. Über diese 15.538. Irgendwo da, wahrscheinlich plus 30 Punkte, liegen auch die Stops. Und dann kann er nochmal akzelerieren. Die Chance hat er. Und die lässt er sich offensichtlich nicht nehmen momentan. Vom Short her muss ich nach wie vor jenseits der 16.000 bleiben. Und da komme ich auf sowas hier. 16.118. Ja, auch das ist mittlerweile ein 23er Hebel. Ja, da hat man ganz andere Zahlen da stehen. Das ist auch ein unlimitierter Schein von Goldman. Und hier ist das Gustav Heinrich 33 VM. Ähnelt sich alles. Gustav Heinrich 33 VM. Da würde ich aber mit warten. Ich glaube, der kommt erst ins Spiel, wenn wir unter der 20-Tage-Linie nochmal schließen. Mit der Aussicht, dass wir wenigstens das untere Band sehen. Aber momentan, hier und jetzt um 18 Uhr am Freitag, muss ich sagen, das Ding hat nach wie vor gute Chancen. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute, schöne Pfingsten. Bye bye.